Hallo und willkommen zurück zu Was ist denn bloß Yakuza Online? Heute geht es endlich blind weiter mit dem dritten Abschnitt des ersten Kapitels, Ichiban ganz unten. Und hier sehen wir auch, dass drei Ziele zu erreichen sind diesmal in dieser Storyline. Alle Mitstreiter sollen überleben, der Kampf soll innerhalb von 120 Sekunden beendet werden und alles ohne ein Continue einzusetzen. Mal sehen, ob wir das schaffen. Ich glaube, das kriegen wir schon hin, das ist ja noch ganz am Anfang. Und wenn das alles klappt, gibt es am Ende dafür 20 Diamanten, die wir dann irgendwann beim einarmigen Banditen einsetzen können, um neue Mitstreiter zu gewinnen. So ist das mit den Online-Spielen. Ja, das Team behalten wir wieder bei. Und dann gucken wir uns einfach an, wie die Nacht für unsere Freunde weitergeht. Also gut, dann sollten wir mal zurück ins Büro und Bericht erstatten, oder? Ah, Kasuga, dich habe ich gesucht. Du erinnerst dich doch sicherlich an mich, oder? Aniki, wer ist das denn bitte? Nee, keine Ahnung. Ah, du. Ich war Gangleader bei den Kamodo Yoncho, Yamagishi. Wir sind doch einige Male gegeneinander angetreten früher. Wir haben geschaut, wer der Stärkste von uns ist. Ach ja? Naja, ist eigentlich egal. Was gibt's? Du bist jetzt also bei der Arakawa-Gumi, ja? Weißt du, ich bin mittlerweile auch Yakuza. Allerdings bei einer direkten Unterorganisation. Auch wenn ihr direkt unter der Tojokai stehen mögt, bist du doch trotzdem ganz unten im Clan, oder? Also bluster dich hier nicht so auf. Was fällt dir ein, mich zu belehren? Jemand wie du, der von seinen Eltern weggeworfen worden ist. Ah? Hey du, wie redest du bitte mit meinem Aniki? Du hast also noch einen Gefolgsmann? Ich weiß es, Kasuga. Was mit deinem Tattoo los ist und so. Dass nur die Linien da sind. Und an den Schultern hört's schon auf. Die haben also mit dem Stechen angefangen und dann hast du schon darum gebettelt, dass sie wieder aufhören. Was für ein Kerl willst du also bitte sein, wenn du nur nach ein paar Nadelstichen schon zu heulen anfängst, ha? Ah, du kennst dich aber gut aus. Dass mein Tattoo aber nicht fertig ist, liegt allein daran, dass mir das Geld ausgegangen ist. Hm? Aber gut, um mir das jetzt zu sagen, hast du mich also extra aufgesucht? Was? Nein, natürlich habe ich einen anderen Grund. Auch heute will ich noch wissen, wer von uns beiden der Stärkere ist, weißt du? Du Dummkopf. Ich habe jetzt echt keine Zeit für solche Spirenzien. Ich muss ins Büro zurück. Ha, was hat mich das zu interessieren, hä? Huh? Stirb einfach! Okay, ein ziemlicher Lackaffe. Scheint jetzt nicht unbedingt ein zentraler Charakter zu sein, deswegen wurde er auch nicht namentlich mit der kleinen Pause vorgestellt. Aber trotzdem haben wir durch ihn ein paar Hintergrundinformationen über Kasuga erfahren. Einmal, dass er nicht sonderlich wohlhabend ist, dass er aus eher ärmlichen Verhältnissen zu kommen scheint oder in ärmlichen Verhältnissen weiterhin lebt, wenn er nicht mal sein Tattoo bezahlen konnte, auch wenn das nicht so viel heißen mag. Die von euch, die schon einige meiner Videos gesehen haben, haben es vielleicht schon gehört, dass die natürlich relativ kostspielig sind, diese großflächigen Yakuza-Tattoos. Deswegen sind die auch entsprechend stolz darauf. Aber auch der andere Punkt, dass er von seinen Eltern verstoßen worden ist oder weggeworfen wurde, wie er es ausgedrückt hat, dieser Yamagishi. Noch kurz ein Heatmove. Ja, das ist auch Tatsache. Das wurde in diesem einen Trailer-Video, das es vor einem Jahr schon gab, bereits erwähnt. Okay, das hätten wir. Was für eine schöne Animation von dem Majima. Der Sexy Dance. Er sagt nichts Besonderes, nur dass es ein nettes Training war. Mal schauen, was Yamagishi meint. Du bist ja mega stark. Okay, ich glaube, das wär's dann. Zieh endlich Leine. Mist. Oh, schon wieder Telefon.
Ah, oh, Telefon. Oh, das ist Sawashiro. Hä? Was? Echt? Vor dem haben sie wohl Angst? Ja, guten Abend. Hier ist Kasuga. Hoi. Ichi, wo treibst du dich denn rum? Oh, Entschuldigung. Wir kommen sofort. Hör gefälligst auf rumzudrödeln, du Dumpfbacke! Oh je, Sawashiro ist schon gruselig. Ja, wir sollten uns beeilen. Dann geht's jetzt also zurück ins Büro. Ich guck mal, ob die Stimme passt, ich habe ihn jetzt ja noch nicht gesehen. Na, da wären wir, Kashida. Oh, sieht echt fies aus. Ichi, du bist spät dran, du Trottel. Das wäre also Sawashiro Joe, Wakagashira der Arakawa-Gumi. Ja, tut mir leid. Wo ist das Geld? Ah, genau. Nein. Hier. Was ist das? Na, ich habe seine Geldbörse gebracht. Aber bei ihm war nichts zu holen. Ja. Und was ist mit Nakais Club? Was war da? Ah, naja, sein Schutzgeld haben wir ja schon kassiert. Deswegen habe ich abgelehnt, als er uns was geben wollte. Ha. Das soll also heißen, dass wir heute genau gar nichts eingenommen haben, hm? Ja, genau. Wir sind Yakuza und nicht die Heilsarmee. Nimm unsere Arbeit gefälligst ernst. Entschuldigung. Ich hab's dir doch gesagt. Das hilft jetzt auch nichts. Ui. Joe, das ist genug. Danke. Boss, willkommen zurück. Danke für deine Dienste, Ichi. Ich hab's gehört, dass es mal wieder Ärger gab. Arakawa Masumi, Oberhaupt der Arakawa-Gumi. Warum hat er auf ihn geschossen? Ganz zu Anfang. Willkommen zurück. Es tut mir leid. Die Kerle hatten dich beleidigt, Boss. Nur deshalb habe ich... Das ist gar kein Problem. Yakuza haben eben manchmal Ärger miteinander. Nur Zivilpersonen dürfen nicht zu Schaden kommen. Aber wenn das wegen der Sache von damals war, vergiss das doch endlich. Wegen mir solltest du nicht so die Kontrolle verlieren. Hm, was meint er? Yeah. Nein, das geht leider nicht. Ich verdanke dir mein Leben, Boss. Und diese Schuld werde ich nun mein Leben lang begleichen. Du bist wirklich ein Dummkopf. Aber gleichzeitig ist das auch einer deiner Vorzüge. Danke, Boss. Ich hab doch gesagt, du sollst nicht so breit grinsen. So blickt man nicht rein als Yakuza. Nur, wenn die Umstände mal so richtig schlimm sind, oder? Du hast also was gelernt. Na, das wär's für heute. Danke euch. Auch dir, Mitsu. Hi. Jawohl, vielen Dank. Du bist Ichi gegenüber zu weich, Boss. Er ist echt nett zu ihm. Väterlich. Oh Mann, unser Boss ist echt ein cooler Kerl. Dass er sogar Sawashiro in die Schranken zu weisen weiß. Ja, das ist echt wahr. Also gut, Aniki. Und das war's für heute. Jo, bis dann. Ich sollte vielleicht noch irgendwo was trinken gehen. Die Nacht ist schließlich noch jung, ne? Boah, das war jetzt ein bisschen zu viel. Aber ich habe heute einen Bekannten aus grauer Vorzeit wieder getroffen, ne? Du willst mich belehren? Jemand, der von seinen Eltern verstoßen worden ist, hä? Verstoßen, hä? Ist leider wahr. Hab schon eine ganze Weile nicht mehr dran gedacht. Ah, cool, gibt's ein bisschen Backstory. Nochmal zum Ende dieser Geschichte. Ah, nee, geht sogar noch weiter. In einem runtergekommenen Soapland in einem Winkel des Kamurocho. Dort wurde ich wohl geboren.
Meine Mutter war eine Prostituierte, die nicht wirklich Umsatz machen konnte. Meinen Vater habe ich nie gekannt. Vielleicht Laufkundschaft. Sie gab mir den Namen Michiban und ist kurz darauf verschwunden. Nicht lange nach meiner Geburt war ich also Mutterseelen allein und auf die Gunst der Bewohner des Viertels angewiesen. Allesamt Menschen, die der Gesellschaft abhanden gekommen sind. Verlierer, Obdachlose, wertloses Gesindel. Aber dieser Abschaum hat sich um mich gekümmert und mich aufgezogen. Und so habe ich mich irgendwie durchschlagen können. Bin zumindest körperlich groß geworden. Dann etwa, als ich mit der Mittelschule fertig war, konnte ich doch nicht erwachsen werden. Habe in jeden Tag ziellos hineingelebt und für Geld andere verprügelt. So ein absoluten Taugenichts erwartet irgendwann das gerechte Schicksal. In meinem Fall war es, als ich mich aus Übermut mit den falschen Yakuza angelegt hatte. Sie bekamen mich in die Hände und nahmen sich meiner an. Ich sah meinen eigenen Tod schon vor mir. Kurz vor meinem Ende, im Moment der größten Hoffnungslosigkeit, sagte ich dann etwas. Wenn ihr mich tötet, dann wird Arakawa das nicht einfach so auf sich beruhen lassen. Die Arakawa-Gumi. Der mordende Arakawa-Clan. So waren sie damals bekannt. Und diesen Namen ließ ich fallen, denn ich dachte, dass in diesem Moment sowieso nichts mehr zu verlieren wäre. Diese Yakuza waren jedoch damals in Revierkämpfe mit Arakawa verwickelt und benutzten mich nun, um Arakawa selbst herbeizuholen. Und der Arakawa Masumi kam persönlich, um mich zu retten. Jemanden, den er überhaupt nicht kannte. Es war wie ein Wunder. Um mich da rauszuholen, hat der Boss dort an Ort und Stelle ohne zu zögern seinen Finger gelassen und ist dann einfach mit mir fort. Warum hatte er so etwas für jemanden wie mich, den er nicht einmal kannte, getan? Sogar seinen Finger da gelassen? Das fragte ich ihn. Und er sagte nur: Naja, ich wollte vor einem Jungen, der meinen Namen kennt, einen guten Eindruck machen. In diesem Moment habe ich mein Leben diesem Mann verschrieben und damit auch einen direkten Weg für mich gefunden, glaube ich. Die Arakawa-Gumi der Tōjōkai. Dass ich dort Mitglied wurde, war nur 100 Tage später. Oh, okay, schön. Das war jetzt nochmal in etwas kürzerer Form, diese Backstory von Ichiban, wie sie auch damals in dem Video, das ich jetzt schon mehrmals angesprochen habe, veröffentlicht worden wäre. Da gibt es, wie gesagt, auch mittlerweile eine englische Übersetzung von irgendwo auf YouTube. Ungefähr 10 Minuten insgesamt, das war schon einiges. Auch gut, dass wir Sawashiro getroffen haben. Sieht vom Charakterdesign ziemlich fies aus, wie es sich für Wakagashida gehört. Die führen ja meistens was im Schilde. Mal schauen, was uns dann beim nächsten Mal erwartet. Ein paar Videos werde ich auf alle Fälle noch aufnehmen. Falls euch die Stimme von Ichiban gerade aufgefallen ist, ist es mir gerade wieder eingefallen, als ich es gehört habe. Das ist in der Tat der gleiche Synchronsprecher wie der von Nishikiyama Akira. Finde ich auch interessant, den neuen Protagonisten mit einer relativ prominenten Stimme in der Serie zu besetzen. Aber vielleicht spricht er ihn auch dann ein wenig anders mit anderer Intonation und einer anderen Einstellung. Ich hoffe, dass wir es nach einiger Zeit beurteilen können, ob das glückt oder nicht. Und vor allen Dingen, dass wir einen etwas besseren Eindruck davon erlangen, was es eigentlich mit Ryuga Gotoku Online auf sich hat. Wenn es beim nächsten Mal weitergeht, macht's gut, bis dahin.